Mich macht's gerade so ein bisschen, dass ich hätte schwören können, dass auf den dicken roten Hamburg-Schildern auf der Autobahn das Beste am Norden geschrieben steht. So wie die Schleswig-Holstein-Teile der echte Norden sagen. Ich weiß, dass ich recht habe, weil ich es nämlich mit meinen eigenen Augen gesehen habe. Und was auch immer mich hier Street View sagen will, ist hier einfach nur eine einzige Verschwörung gegen meine Witze. Ich wollte einen Witz machen, den ich jetzt nicht mehr machen kann, weil das Schild das ja auch gar nicht mehr sagt. Lieber Bürgermeister, können Sie mir das erklären, warum die roten Hamburg-Schilder plötzlich nicht mehr das Beste am Norden sagen? Warum sind unsere Nachbarn die echten Hasen und wir sind gar nichts mehr? Und senden. Das Video soll eigentlich um was ganz anderes gehen, aber ich habe parallel mal die Slogans der anderen Bundesländer gecheckt und ich kann das hier einfach nicht unkommentiert stehen lassen. Rheinland-Pfalz, Gold. Nee, da kommt tatsächlich nichts mehr. An Hessen führt kein Weg vorbei. Ja doch. Sachsen-Anhalt versucht wenigstens noch modern zu denken, während Sachsen einfach nur sechseln will. Und aus irgendeinem Grund denkt Nordrhein-Westfalen, dass sie Europe's Heartbeat sind. Kann ich auch irgendwo verstehen. Ich meine, bei euch wird immerhin Bares für Rares gedreht. Und warum steht jetzt hier, dass Hamburgs Slogan Wachsen mit Weitsicht ist? Was ist mit das Beste am Norden passiert? Als ich letztens bei Radio Hamburg im Studio stand, so getan habe, als wäre mein Kumpel Michael mein persönlicher Assistent, wir hatten uns darauf geeinigt, dass wenn ich huste, er mir so ein Minzbonbon durch den Raum wirft. Und ein paar Dinge in ein Mikrofon von mir gelassen, die tatsächlich nicht alle gesendet wurden. Da steht ja Freunde drauf. Da steht Freunde drauf. In Rot. Ja, und irgendwie steht ja auch meine Hinterngröße drauf. Woher kennt ihr die denn? Ja. Cool, dass du dabei bist. Weißt du, ich werde einmal zum Radio eingeladen und dann bin ich da direkt so cringe, ey. Habe ich, anstelle mich für den cuten Pulli zu bedanken, aus dem Effekt daraus den Beitrag beendet mit: Es ist in der Tat die schönste Stadt der Welt. Jedes Mal, wenn ich als Kind im Radio gehört habe, dass der Moderator genau diesen Satz von sich gab: Hamburg ist die schönste Stadt der Welt, dachte ich immer, ja, als ob. Und heute denke ich, für eine Großstadt ist das hier alles actually ganz okay. Die Wohnungspreise eher nicht. In einem Paralleluniversum, in dem mein Vater beschlossen hat, mich lieber doch in dem kasachischen Dorf zu lassen, damit aus mir im besten Fall ein missverstandener Busfahrer werden würde. Hätte ich wahrscheinlich nie die erste Plattform des Hamburger Fernsehturms besucht, kurz bevor sie für immer dicht gemacht wurde. Ich hätte nie die tollen Menschen kennengelernt, die ich hier so kennenlernen durfte. Yes, I'm stupid. Oh yeah, I'm very stupid. Yes, I'm stupid. Oh yeah, I'm very stupid. Und natürlich wäre ich wahrscheinlich kein Internet-Volltrottel mit Videoschnittkenntnissen. Wobei, ich habe hier so einen Receiver, der in diese Parallelwelt schalten kann, mit HD-Plus-Karte bereits drin. Moment! Всем привет! Сегодня мы будем играть Minecraft на корове. А завтра мы будем играть казахский Minecraft в этой дырке. Ja, Hamburg ist schon super. Doch, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema hier. Gibt's da eine Sache, die ich in dieser Stadt überhaupt nicht leiden kann? Es ist Peter. Und dann gibt's da noch eine weitere Sache. Schau, in Hamburg gibt's so ein Schienennetz. Du hast da so ein paar S-Bahnen und ein paar U-Bahnen. Dann hast du deine S-Bahn, die irgendwann mal zu einer Regio wurde. Und jetzt wird sie nach 20 Jahren wieder zur S-Bahn und alle tun so, als hätte man das Rad neu erfunden. Was heißt denn geht los? Die gab's doch schon mal! Technisch gesehen gibt's hier auch noch die AKN, aber what the f***? Alle U-Bahnen werden von der sogenannten Hochbahn betrieben. Alle S-Bahnen von der Deutschen Bahn. Und meine Fresse, ich kann die S-Bahn nicht leiden. Hamburg, das Beste am Norden. Aber fahr mal lieber keine S1 Richtung Poppenbüttel, weil sonst kann es mal passieren, dass in Ohlsdorf die falschen drei Waggons abgekoppelt und zum Airport geschickt werden und plötzlich stehst du am Gate 2. Während meiner Ausbildung bin ich 3 lange Jahre jeden Tag eine Stunde zur Arbeit und eine Stunde zurückgefahren mit der S-Bahn. Und ich habe das Gefühl, ich bin damit ganze 12 Jahre näher an meine Rente gekommen. Ich musste immer Wellingsbüttel in die S1, hab da aber nicht gewohnt, bin da also jeden Morgen mit dem Bus hin, der, seitdem mein Kollege zu mir meinte, kommt der 27er nicht immer zu spät? Dann immer zu spät gekommen ist. Das führte dann sehr, sehr oft dazu, dass ich die 100 Meter zwischen Bus und Bahn wie ein Wahnsinniger gestratzt bin und mich auch teilweise in die zugehende Tür gerammt habe. Und auf dem Heimweg war die S-Bahn immer zu spät genug, dass ich beim Einfahren in Wellingsbüttel meinen Bus schon hab wegfahren sehen und dann trotzdem zum Bus gerannt und mich dann sogar einmal vor ihn gestellt hab. Du fährst hier nicht weg. Die S1 kam so oft zu spät, dass die größten Allmann-Kräfte in mir entfacht wurden und ich anfing, eine Excel-Tabelle zu führen, wann und wie doll der Zug zu spät kam, um diese dem Betreiber dann irgendwie in einer wütenden Mail um die Ohren zu hauen. Es ist halt so obvious, dass die Deutsche Bahn hier mal wieder hart verkackt, weil die U-Bahn, die von einem ganz anderen Unternehmen geführt werden, einfach laufen wie ein Uhrwerk. Das ist keine Übertreibung. Ich kann mit meiner mit dem Internet synchronisierten Handy-Uhr auf ca. 10 bis 15 Sekunden genau die Einfahrt der U2 feststellen. Und wenn bei mir mal die U-Bahn zu spät kommt, dann ist es so weird, dass ich glaube, dass irgendwas Ernsthaftes passiert sein muss. Die U2 in Richtung Mümmelmannsberg ist leider verspätet.
Oh nein, hoffentlich ist alles fein. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich nicht in irgendeinem Rando-Dorf in Kasachstan lebe, sondern in der schönsten Stadt der Welt, in der ich das gesamte S-Bahn-Netz auch einfach schweigen kann, indem ich U-Bahn fahre. Ich möchte in diesem Video einmal ganz offiziell an die Hochbahn appellieren. Bitte kauft den ganzen S-Bahn-Haufen von der Deutschen Bahn ab und sorgt dafür, dass er genauso flutscht wie euer Gedöns da. Ich habe auch 50 Euro, die ich beisteuern könnte. Außerdem habt ihr gesagt, dass ich bei euch einmal einen Verkehrsbus selber fahren darf. Ich meine, ihr meintet, dass es klar geht und jetzt meldet sich keiner mehr. Und ich melde mich auch nicht mehr, weil ich mich nicht mehr traue. In dem Sinne? Danke fürs Zuschauen, ihr Gucken! Was ist denn so eure schönste Stadt der Welt? Ist es Buxtehude? Schreibt's mir in die Kommentare. Habt euch lieb, euer Plankton. Also wie unsere Freundschaft ist an sich auch geliehen, weil irgendwann mögen wir uns nicht mehr und hat auch ein Ablaufdatum, wir wissen es bloß wann. Aber irgendwann endet ja alles. Juhu.